Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter Stories 3 Rotkäppchen mit den Evil Rotkäppchen, den Mad Rotkäppchen, und es ja noch immer aktuell geschrumpft hat. So, und wir schauen, was wir hier so alles finden. Erstmal der Schmetterling Power und Marienkäfer natürlich. Ich schaue mich erstmal um, ob ich irgendwas erkenne, was wieder ein Sammelobjekt sein könnte. Aber aktuell sehen wir nichts. Ich gehe erstmal hier hin, wo so ein Aufziehschlüssel ist. Hier brüteten wir natürlich wieder so einen Unkrautvernichter. Den haben wir ja leider wieder alles aufgebraucht. Gleich hier ist Hinweismagnet. Flump. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Rad und eine kaputte Taschenlampe. Und ein Rad brauchten wir doch, oder? Gehen wir nochmal zurück. Das war doch hier bei ihr im Haus, oder nicht? Die hat doch hier irgendwo. War das im. Irgendwo fehlte ein Rad, das weiß ich. Ich gehe nochmal ein. Kann ich noch ein Stück zurückgehen? Nee, oder? Es war definitiv bei ihr irgendwo im Haus. Irgendwo, wo ein Rad gefehlt hat. Ich hab das Rad neu erfunden. Da, 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 da. Hier ist nichts mehr, was ich machen kann aktuell. Doch, Dachboden war was. Ah, ich sag's doch. Und wir kriegen einen der Laubbläser, würde ich jetzt mal behaupten. Luftgebläse. So, hier müssen wir immer noch was machen. Ich werde die Zeichnung fertigstellen. Ich brauche nur noch die Farbe. Ja, die haben wir ja noch nicht. Das hier. Ach ja, da fehlt immer noch die Tonangel. Sonst haben wir gerade hier aktuell nichts mehr zu tun. Kann ich dich mit einem Laubgebläse verscheuchen? Nee, will sie nicht. Ah, ich ahne schon. Wir brauchen, müssen die Taschenlampe reparieren und dann können wir dem Flughund ein bisschen Angst einjagen. Aber nur ein bisschen. Zeigt einmal ein Streichholz anzuzünden. Haben wir noch nicht. Hier? Ich kann den Rasenmäher nicht ohne einen Zugseil starten. Das haben wir immer noch nicht. Gartenzwerg. Ah, da ist ein Streichholz, aber Laubgebläse. Okay, ein Diamantring und ein Streichholz. Kann ich hier anzünden? Ja, das war hier drüben. So, jetzt haben wir eine brennende Streichholz hier. Vielleicht für die Fledermaus? Dann müssen wir hier irgendwas anzünden. Und das Streichholz geht auch nicht aus, weil das ist ein magisches Streichholz. Gehen für gewöhnlich nicht aus. Hier bricht wieder was zum Rausziehen. Ja, ich entferne Nägel aus dem Zaun. Ja gut, mit was denn? Wir haben doch mal einen Kamm gehabt. Den hat sie aber raus. Gerissen. Weggeschmissen natürlich, nicht rausgerissen. Aber hier dieser elektronische Marienkäfer, der braucht doch erstmal eine Antenne. Dring. Dann ein Zahnrad. Und ein Aufziehschlüssel. Und er krabbelt davon. Haben wir einen Handschuh und Farbe. Es ist eine Brieftasche, die leicht zu öffnen sein sollte, aber jetzt, wo ich klein bin, muss ich es sprengen. Wieso schneidet es nicht einfach auf? Aber okay. Himmelbildlogik. Darf ich wahrscheinlich ausmalen, oder? Oder. Nee, sie macht es wieder von alleine. So, schön Mali Mali machen. Und haben wir wieder ein Wimmelbild gerufen? So in etwa, ja. Das ist bitteschön ein Luffel. Ich habe keine Ahnung, was ein Luffel ist. Ist schon interessant, also Hut ab.
Und da haben wir doch. Da haben wir doch den Spieldosenzahn. Ja, Wallinger. Gleich mal hier einsetzen. Wow, das war eine Musik. Das war Michael Jackson Smooth Criminal. Habt ihr es ja wahrscheinlich gehört, oder? Eine Batterie haben wir schon. So, ich habe hier Handschuhe. Also kann ich ja irgendwas machen, womit ich mich schützen kann. Aber das war, wo war das jetzt nochmal? So, hier kann ich aktuell nur mit der Fledermaus noch hantieren und hier mit dem Rasenmäher. Da würde sie das frei sprengen. Da muss ich irgendwie Nägel rausziehen. Ein Griff mit einem dreieckigen Element sollte passen. Und den Handschuh nehmen wir für die Glühbirne dann. Erst den Korkzieher und dann die Glühbirne. So, das war alles hier, oder? Ja. Und ich frage jetzt, was will ich jetzt mit dem Korkenzieher und einer Glühbirne? Soll mir ein Lichtlein aufgehen, oder wie? Ah. Gute Frage. So, hier kann ich definitiv nichts mehr machen. Was ist hier oben nochmal? Alles mal kurz hier ab mit der Maus rübergehen. Nicht, dass ich hier irgendwas gesehen habe. Okay, die Glühbirne ist klar. Die kommt hier rein. Okay, hat eine Batterie erreicht. Okay, dann können wir jetzt der Fledermaus einleuchten. Entschuldigung, natürlich Flederhund. Weil Fledermaus hat einen anderen Kopf. Okay, dann mein Messer und für den Rasenmäher das Verlängerungskabel. Stumpfes Messer. Erstmal die Info lesen. Platziere die Dynamitbündel auf dem Feld. Die Zahlen zeigen an, wie viele Dynamitbündel in einer Reihe und einer Spalte sein müssen. Die Zahl leuchtet grün, wenn die Anzahl der Dynamitbündel richtig ist. Eins, zwei, drei, vier. Wieso leuchtet die hier nicht auf? Hä? Oder davon vier. Eins, zwei, drei, vier. Muss ich das verstehen? Zwei, drei, vier. Zwei. Ich verstehe nicht, was ist das denn falsch? Das ist falsch. Zwei, drei. Zwei. Eins, zwei. 1, 2, 3, 1. Und dann jetzt ist das wieder falsch. Okay, ich bin massive. Also hier habe ich es richtig, hier ist alles grün. Da 2, da 3.
Bin echt verwirrt. Muss die Info nochmal lesen. Platziere die Dynamitbündel auf dem Feld. Die Zahlen zeigen an, wie viele Dynamitbündel in einer Reihe und Spalten sein müssen. Die Zahl leuchtet grün, wenn die Anzahl der Dynamitbündel richtig ist. Eins, zwei, drei, vier. Tata! Und dann mal Sprengstoff. Wir sollen ja die Tasche sprengen. Bitte sehr. Ist doch gar nicht lauter Ton. Käferflaschenöffner. Hat mir irgendwo eine Flasche? Ich frag für einen Freund. Oh, Kirschen. Okay. Frage der Fragen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, hier oben noch was? War hier noch irgendetwas? Wimmelbild wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann könnte ich wenigstens ein bisschen weiterkommen. Okay, ich gehe jetzt nochmal komplett hier ab. Ob ich hier irgendwas übersehen habe. Das sieht aus wie ein Regenwurm. Reagiert sogar, wenn man draufklickt. Alles absuchen. Ich würde schon gern weiterkommen für euch. Wo ist es nicht? Ach, komme ich mit den Negern hier weiter, ha? Huh? Jo. Und da mal ein Wimmelbild gerufen. Jawoll. So, aber jetzt machen wir erstmal hier die Vervollständigkeit. Violette Gießkanne. Schön angemalt hast du das. Tiefe, den müssen wir wahrscheinlich. Dem nicht wahrscheinlich, den müssen wir reparieren. Den wollen wir reparieren. Mal wieder. Wir haben ja schon mal einen hier repariert. Aber wasserdicht ist das Ding nicht. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Du gehörst bestimmt hier hin. Oh, wow, wow. Hier müssen wir eine Zeichnung vervollständigen. Hexenhut. Wahrscheinlich muss ich den Hexenhut erstmal von den Stacheldingen befreien. So, jetzt können wir eigentlich alles nehmen. Gießkanne. Das war eine Krabbe, kein Käfer, aber egal. Stiefel Iris. Ja, wahrscheinlich das hier. Eisbann. Da hinten. Schade, die Maus kommt sich wahrscheinlich jetzt wie ein König vor und ich nehme jetzt die Krone weg. So gemein bin ich jetzt mal. Und die Haken. Birne. Uhr. Wassermelone. Und wir kriegen irgendein Schmuckstück. Ach, das ist die eine Blume. Das war einfach. Jetzt muss ich zum Schloss gelangen. Jawohl. Lass mal schauen, ob sich hier irgendwas verändert. Da sind Schuhe. Da haben wir eine Karte. Schau mal, dieser Bolzen ab. Ja, wir haben auch nichts. Ja, vielleicht läuft es mit dem Messer. Nö. Hier ist eine Strickleiter. Ah, Korken. Ist schon ein bisschen gemein, den Vogel das Nest zu versperren mit dem Korken. Böse, böse.
Ja, das müssen wir abschneiden. Hier ist ein Schleifstein. Jo, da haben wir das. Ich werde und nicht ohne Karte verlaufen. Ja, ich brauche zwei Teile von einer Karte. Ich werde nicht ohne. Gut, ist ja gut. Gute Fee. Sonst ist hier nichts, oder? Einfach nur mal hier rumlurken. Das kann er ja jetzt abschnibbeln. Haben wir eine Strickleiter? Ist hier? Ja, wir haben ja einen Dietrich. So, da können wir schon machen. Ich frage mich, was ich in dieser Hütte finden werde. Die Bild-Zeitung. Oder auch nicht. Dann mal wieder einen Stoff fetzen. Verändert sich hier irgendwas? Wahrscheinlich gibt es hier nur wieder Münzen oder sowas, vermute ich mal. Ja, definitiv. Da brauchen wir einen Holzmann. Was bist du denn? Stricknadel. Okay. Aber wie überall, man sieht in dem ganzen Spiel überall Kirschen, Äpfel, Birnen. Ich liebe diese Früchte. Also komm, wer hat denn nicht, wer mag denn kein, okay, es gibt Leute, die mögen keine Birnen. Es gibt Leute, die mögen keine Äpfel. Ist Geschmackssache, sagen wir mal so. Ah, Diamant. Boah, das Geräusch liebe ich. Das ist ASMR pur. So, da sehe ich doch gleich 1:1 Staubwedel. Ja, das könnte man auch ein bisschen ordentlicher machen, gute Fee. Hier brauchen wir einen weiteren Skorpion. Das hier? Gesundheitsbericht. Gesundheitsaufzeichnung. Aufgrund von Tod, was? Hus? Krankheit sollte er keine rohen Lebensmittel essen, vor allem kein Fleisch. Er braucht warmes Essen für seine Verdauung. Ich frage mich, warum sie in diesen Namen für den Hund gewählt haben. Weil er toolbar ist? Okay, ich entschuldige mich für diesen schlechten Wortwitz. Rückmütze, Bratrost. Das haben wir schon vollständig. Okay, dann können wir jetzt hier erstmal nichts machen. Hier müssen wir es irgendwie. Das wird leichter zu schmelzen sein mit etwas Heißem. Nehmen wir mal an, hier haben wir eine Ahle. Wir haben hier einen Krug. Wir haben hier Werkzeug. Mit dem Werkzeug hätte ich das locker schon aufgebrochen bekommen. Nein, wir brauchen was Warmes zum Schmelzen. Ui. Wenn ihr die Route, die Hinweise sind auf dem Kompass angegeben. Wenn ihr diese Orte auf der Karte und zeichnet den einen Weg von einem Punkt zum anderen. Wenn du einen Falschpunkt wählst, startet das Spiel neu. Also das soll der Hinweis sein. Es könnte jetzt das hier sein. Es kann nur der hier sein, weil das ist da, das ist der Baum, der hier. Wieso kann ich das hier nicht anklicken? Ich bin ein bisschen lost gerade.
Okay, noch bin ich anscheinend richtig. Geschafft. Und da haben wir wieder den bösen Wolf. Aber was der jetzt mit uns fordert und mit uns redet, sehen wir in der nächsten Folge hier drüben. Kommt hier zu Perry Goldmutter 2 Dunkle Händle. Und dann sage ich mal, bis bald.